Hallo und willkommen zu einem Let's Play von A Prison Architect oder von der Prison Architect Kampagne, die in dem Spiel mehr als Tutorial basiert, das aber mehrere Stunden dauern wird. Ganz grundsätzlich ist es so, dass das Spiel eigentlich, oder dass ich nicht in der Zielgruppe des Spiels bin, das Spiel außerhalb der Kampagne keinen roten Faden hat. Es ist ein reines Sandbox-Spiel eigentlich mit keinen konkreten Zielen, die man erreichen kann. Also ähnlich wie bei Minecraft, sage ich mal, wo man sich zwar Ziele setzen kann. Ich will jetzt ein Steinhaus haben, aber eigentlich, wenn man einmal ein Holzhaus hat, dann hat man so gesehen das Spiel geschafft und es kann einem nichts mehr passieren. Ähnlich ist es hier anscheinend auch. An der Stelle auch eine kurze Empfehlung an den Three Moves Ahead Podcast, der sehr ausführlich über das Spiel berichtet hat. Ja, die Kampagne ist wie gesagt etwas kürzer mit 5 bis 6 Stunden anscheinend. Ich habe hier mal das allererste Level hatte ich gespielt. In der Kampagne sind wohl auch Features raus, also anscheinend graben sich da die Insassen nicht aus den Zellen raus. Also beim Spiel muss man ein Gefängnis bauen und die Insassen, die versuchen zu entkommen. Aber während das im freien Modus so ist, dass sie sich da rausbuddeln, ist das jetzt hier wohl nicht so. Und man kann auch keine Leute als Informanten verwenden. Und wahrscheinlich sind da noch andere Features, die da gecuttet sind. Ja, wir starten jetzt die Kampagne. Man kann schon sehen, es ist eine Mischung aus Deutsch und Englisch anscheinend. Ja, gucken wir einfach mal. Kampagne. Und zum Tode verurteilt. Wir haben den Auftrag erhalten, eine Hinrichtungskammer für dieses Gefängnis zu bauen. Und zwar rechtzeitig genug, damit die angesetzte Hinrichtung eines Häftlings stattfinden kann. Los geht's. Das ist unser schönes Gefängnis, der Geschäftsführer. Ein schwerer Weg. In diesem Gefängnis befindet sich ein Häftling, der eines Doppelmordes schuldig gesprochen und zum Tode verurteilt wurde. Und da kommen wir ins Spiel. Wir haben den Auftrag erhalten, eine Hinrichtungskammer zu bauen, die rechtzeitig für den großen Tag dieses Kerls fertig werden muss. Hier soll die neue Anlage gebaut werden. Wie bei jedem Projekt müssen wir zuerst das Gebäude bauen, mit ausreichend Platz für einen Hinrichtungsraum und eine Verwahrungszelle. Legen wir los. Bauen Sie hier ein neues Gebäude. Bauen Sie ein Gebäude für die Hinrichtungsanlage. Wir brauchen auch einen Eingang für die neue Hinrichtungsanlage. Bauen Sie eine große Gefängnistür in die Südwand ein. Bauen Sie... Okay... Fundament, Gebäude gemauert und Gebäudebeton. Keine Ahnung, wo da der Unterschied ist. 60, 60. Okay. Ihre Arbeiter sind für den Bau von Gebäuden zuständig. Sie haben holen Stahl und Beton für diesen Lagerraum und bringen ihn zur Baustelle. Mit diesen Rohmaterialien bauen sie das Fundament und das Rahmenwerk.
Dieser Bauabschnitt dauert am längsten, deshalb sollten Sie beim Bau von neuen Anlagen vorausplanen. Sehen Sie sich einmal um, während wir warten. Mit WASD oder den Pfeiltasten können Sie sich herumbewegen und mit dem Mausrad heran und herum zoomen. Und die Soundoptionen können wir... mal etwas senken. So. Fundament, okay. Die Zeit, man kann auch pausieren. Fundament. Ja. Also ich habe keine Ahnung, wo da der Unterschied ist. Kostet genauso viel und vielleicht ist es auch nur Kosmetik. Große Eingangstür, 350. Sorgt dafür, dass viele ihrer Häftlinge dort bleiben, wo sie sein sollen. Na toll. Kaching. Ja. Bauen Sie ein Gebäude für die Hinrichtungsanlage. Bauen Sie mit einer großen Gefängnistür einen Eingang. Ja. Also ich hatte das erste Level halt mal durchgespielt, aber das ist sicher auch schon ein halbes Jahr her oder so. Deshalb habe ich da auch nicht mehr so die Ahnung, was ich da gemacht habe. War auch alles eigentlich ziemlich straightforward, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich meine, das Interface ist ja auch ganz gut und recht intuitiv, soweit ich das erstmal beurteilen kann. So, das ist fertig. In dem Gebäude brauche ich eine Zelle und einen Hinrichtungsraum. Teilen Sie den verfügbaren Platz auf, indem Sie Ziegelwände bauen. Materialien. Da steht natürlich jetzt in Englisch Brick Wall. Das ist natürlich, das haben sie nicht übersetzt. Das ist ein bisschen schade, aber das werden wir überleben. Mhm. Ziegelwand, Umfassungsmauer. Mhm. Automatisch überall Lampen angebracht. Aha. Eine Umfassungsmauer. Tunnel verfüllen. Hm. Naja, okay. Fertig. Jetzt setzen Sie große Gefängnistüren in die Trennwände ein. Sie können ein Objekt drehen, bevor Sie es platzieren, indem Sie entweder die mittlere Maustaste oder R drücken. Objekte. Große Gefängnistür. Wo ist der Unterschied zwischen... Ne, es war, glaube ich, das Gleiche. Aha. Ja, haben wir geschafft, glaube ich. Da kommen sie. Wie, wie, wie. Das sieht gut aus. Jetzt müssen wir dem vorhandenen Platz Räume zuweisen. Weisen Sie dem kleineren Bereich eine Zelle zu, in der der Verurteilte wohnen wird. Dann weisen Sie dem größeren Bereich den Hinrichtungsraum zu. Räume. Zelle. Süd. Hinrichtungsraum. Süd. Fehlgeschlagen. Bett. Für die neuen Räume müssen Voraussetzungen erfüllt werden, bevor sie in Betrieb genommen werden können. Die Zelle braucht ein Bett und eine Toilette. Der Hinrichtungsraum braucht einen elektrischen Stuhl. Okay, das ist Objekt. Elektrischer Stuhl. 5000 kostet der.
darf sich der Elektrifizierte schon wertschätzen, dass er so ein teures Gerät benutzen darf. Dann bauen wir hier die Toilette hin, dahin und ein Bett dahin. Nein. Kann man das auch irgendwie wieder abreißen? Das muss doch irgendwie gehen. Ah, rechte Maustaste. Okay. Da wollte ich nur gerade mal die Maustaste verwenden zum Scrollen, aber das geht mit der mittleren Maustaste, die man auch zum Drehen verwenden kann. Mittlere Maustaste, da habe ich halt eine, ich habe so eine, was ist denn das überhaupt? Eine G500 von Logitech und die hat links von der linken Maustaste noch zwei kleine Tasten und da habe ich mir die mittlere draufgelegt. Naja, mach hin. Ich glaube, mit WASD ist man. Da kommen sie. Flitz, flitz. Wie viel Geld Sie auf der Bank liegen haben, klicken Sie, um über die Zuschussliste das Kapital zu erhalten. Letzte Transaktion: 119 Cashflow. Hof. Da kommen sie ganz. Kommen sie alle raus. Nach dem Essen. So, fertig. So, das Nötigste haben wir erledigt, aber Sie könnten noch ein paar Verbesserungen vornehmen. Das bleibt allerdings Ihnen überlassen. Sie werden nicht zwingend benötigt. Alles hängt davon ab, wie sehr Ihnen Ihre Häftlinge und deren Umgebung am Herzen liegen. Die Zelle könnte mit einem Außenfenster und einem kleinen Bücherregal aufgewertet werden. Und außerdem würde die Anlage mit einem hochwertigen Bodenbelag schöner aussehen. Wie wäre es mit Parkett oder Mosaikfliesen? Natürlich. Im Außenbereich könnten Sie Beleuchtung anbringen und einen gepflasterten Weg bauen, wenn Sie möchten. Das ist der Mann, Edward Romsey, ehemaliger Lehrer, kaum zu glauben. Es liegt nicht an uns, zu entscheiden, ob er diese Strafe tatsächlich verdient hat. Das Gesetz hat diese Entscheidung gefällt. Unsere Aufgabe ist einzig und allein, unsere Arbeit zu erledigen. Wenn Sie zufrieden sind, ist die Anlage einsatzbereit und Sie können den Häftling in seine neue Zelle überführen. Klicken Sie einfach einen Polaroid in seiner Zelle an, um mit der Überführung zu beginnen. Okay, wir machen hier mal die optionalen Sachen jetzt noch, um ein bisschen zu üben. Wir machen dazu aber Pause. Gehwegplatte. Sind das dann zwei Felder? Weil da geht ja nichts. Da kann man auch was draufbauen. Da muss also theoretisch, das ist eine Betonplatte oder was? Keine Ahnung. Ups, gucken wir mal so. Ich finde das in der mittleren Maustaste zum Scrollen ein bisschen blöd. Dann, ein Fenster in die Zelle. Da. Ein Bücherregal in die Zelle. Jawohl. Aha. Wieso steht da eine 2? Keine Ahnung. Vielleicht sind das Sachen, die wir hier im Lager haben. Oder die schon vorne rumliegen, keine Ahnung.
Dann Fenster in die Zelle, ein Bücherregal in die Zelle. Bauen Sie einen hochwertigen Bodenbelag ein. Der steht hier aber nicht. Haben wir das hier irgendwo? Mosaikfliesen. Ja, wunderbar. Was für eine Geldverschwendung. Außenbeleuchtung. Ich finde, man sieht verhältnismäßig schlecht, was man schon oder was in Planung ist. Aber gut, lassen wir mal laufen. Ja, mit nur einem Feld tun sie nicht viel. Das sieht nicht so super gut aus. Brauchen wir tatsächlich zwei Felder Gehwegplatte. Anscheinend haben die meisten Sachen zwei, mit einige Türen eins, da unten sind drei. Ne, das sieht immer so matschig aus, okay. Aber was soll das dann darstellen? Ist das dann eine Bodenplatte und eine... Naja. Okay, da haben wir alles. Dann werden wir den guten Jungen mal rüberschicken. Weinen Sie diesem Kerl keine Träne nach. Er ist ein eiskalter Mörder und voll schuldfähig. Er hat sogar gestanden. Möchten Sie seine Version vom Tatergang mal hören? Ziemlich heftiges Zeug. Es war etwa 23 Uhr. Die Straßenlaternen waren schon an. Ich wusste, dass sie zu Hause war. Ich wusste doch, dass ich euch beide hier erwische. Edward, ich... Nicht. Tu das nicht. Was hast du vor? Kaputt. Eindeutiger Fall, wenn Sie mich fragen. Verdient jedes Volt, das er bekommt. Jeder Mensch verdient Vergebung, auch er. Sind Sie sich Ihrer selbst so sicher, dass Sie solch ein endgültiges Urteil verstrecken können? Seine Frau mit einem anderen Mann zu erwischen, ist keine Entschuldigung für das, was er getan hat. Und er hatte eine geladene Waffe dabei, weil er wusste, dass er die beiden zusammen vorfinden würde. Das ist gleich doppelter geplanter Mord.
Er hat nach bestem Wissen und Gewissen mit den Behörden kooperiert. Dieser Staat statuiert ein Exempel an ihm. Hätte er sein Verbrechen 100 Meilen weiter nördlich begangen, hätte er eine lebenslange Haftstrafe vor sich. Soll das etwas Gerechtigkeit sein? Das ist ein S zu viel. Möchten Sie einen Kerl wie den etwa auf freiem Fuß sehen? Ich schlafe besser, wenn ich weiß, dass er tot ist. Gute Arbeit, bis jetzt. Es gibt allerdings ein Problem. Der Hinrichtungsraum funktioniert noch nicht richtig, weil er keinen Stromanschluss hat. Wir müssen ihn an die Stromversorgung anschließen. Im Moment haben wir das Gefängnis in der Versorgungsansicht geöffnet, indem wir die gesamte Verkabelung angezeigt bekommen. Jedes Gefängnisgebäude ist über diese dicken unterirdischen Stromkabel an das Stromnetz angeschlossen. Der Strom stammt aus dieser Transformatorenstation, die ihren Strom aus dem nationalen Netzwerk bezieht. Wie Sie sehen, ist dieser gesamte Zellentrakt ohne Strom. Alle Lampen sind aus. Um das Problem zu beheben, müssen wir zuerst in den Versorgungsmodus wechseln, damit wir sehen können, warum diese Lampen keinen Strom bekommen. Die nächsten Stromkabel sind zu weit entfernt. Unsere Ingenieure können diesen Bereich nicht verkabeln. Bauen Sie Stromkabel in der Nähe, um diesen Gefängnistrakt anzuschließen. Aha, Versorgung, Stromkabel. Und die verkabelt der dann automatisch, oder was? Schließen Sie die Räume an die Stromversorgung, ja, vermutlich. Wäre natürlich interessant zu wissen, wie hoch die Reichweite ist. Gucken wir erstmal. Da kommen sie. Okay. Nicht nur die Lampen brauchen Strom, Ihr neuer elektrischer Stuhl auch. Schließen Sie über die Stromkabel die Hinrichtungsanlage an das Stromnetz an. Der elektrische Stuhl ist ein besonderes elektrisches Gerät. Er benötigt eine eigene Stromzufuhr. Sie müssen ihn direkt an die Hauptkabel anschließen. Schließen Sie den elektrischen Stuhl an die Stromversorgung an. Bauen die auch unterirdisch, also durch die Wand? Da will er nichts bauen.
Wieso nicht? Wieso kann man da keinen Strom bauen? Vielleicht müsste man da zuerst einen Raum deaktivieren. Hier geht alles, aber die sind ja auch aktiv. Keine Ahnung. Dann machen wir das halt so. Schöne Lichtquelle am Cursor. So, dann spulen wir mal vor. Mitternacht. Können wir uns mal die Hoshis angucken. Ash. Alter, 35. People spread... Was? Black Phoenix. People spread rumors about how his long black hair, when hit by the wind, form into a giant... Black Phoenix. At least that's what they would be saying if you didn't firebomb and torch the entire city to the ground. Poor, poor living firewood. Verurteilt zu 18 Jahren für mehrere Straftaten, darunter Arson and Perjury. Abgesetzt. Schuldig, schuldig. Erfahrung. Einschließend Tagesordnung. Ja. Ding, 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 ding. Wir sind fast fertig, glaube ich. Wir sollten den neuen Hinrichtungsraum aber zumindest einmal testen, bevor wir ihn in Betrieb nehmen. Ich werde den Strom für ein paar Sekunden einschalten, um zu sehen, ob alles in Ordnung ist. Das hat nicht geklappt. Wir haben zu viel Strom gezogen und es ist eine Sicherung im Elektrizitätswerk rausgeflogen. Das ganze Gefängnis liegt im Dunkeln. Wir brauchen mehr Saft, um die Spannungsspitze zu regulieren zu können, die der elektrische Stuhl erzeugt. First, we need to turn the power back on. Dazu müssen wir zuerst den Strom wieder einschalten. Dazu sind zwei Schritte nötig. Schalten Sie das Elektrizitätswerk wieder ein, indem Sie es anklicken und im angezeigten Menü Einschalten auswählen. Bauen Sie dann drei zusätzliche Kondensatoren, damit wir über ausreichend Leistungskapazität verfügen, um den elektrischen Stuhl zu betreiben. Danach testen Sie den elektrischen Stuhl noch einmal, indem Sie ihn im Menü anklicken und Einschalten auswählen. Schalten Sie das Elektrizitätswerk wieder ein, anklicken und im Menü Einschalten wählen. Einschalten. Follow. Capacitator. So, erweitern Sie das Elektrizitätswerk um drei neue Kondensatoren. Steigert die Stromerzeugung, wenn man ihn neben einem Elektrizitätswerk stellt, baut. Whatever. Testen Sie den elektrischen Stuhl noch einmal. Aber haben die laufende Kosten oder sowas? Gefahr! Die Gesamtgefährdungsstufe Ihres Gefängnisses laut Berechnung Ihres Sicherheitschefs. Low. Dann warten wir mal, bis da wieder wer was baut.
Müssen die den Kram erst anliefern oder wie? Naja, da bekommen sie zum Bauen. Okay. Einschalten. Sehr gut, ich glaube, jetzt sind wir fertig. Alles, was jetzt passiert, haben wir nicht mehr in der Hand. Wir haben unsere Aufgaben professionell erledigt und darauf kommt es in unserem Geschäft an. Denken Sie nicht zu viel darüber nach, was jetzt geschieht. Wie kann ich dir helfen, mein Sohn? Suchst du nach Vergebung? Ich weiß nicht, ich muss irgendetwas unternehmen. Ich kann mit meinen Taten nicht weiterleben. Du musst dich stellen, was immer du auch getan hast. Du wirst dafür die Konsequenzen tragen müssen. Du kannst dir erst wieder ins Gesicht sehen, wenn du dich deiner Vergangenheit gestellt hast. Ich will das alles ungeschehen machen. Ich will ihr vergeben. Ich will, dass sie mir vergibt. Gott wird dir vergeben, mein Sohn, was immer du auch getan hast. Du musst ihn nur darum bitten. Aber du musst dich für deine Taten der Gerechtigkeit stellen. Es gibt keinen anderen Weg. Es ist soweit, Edward. Du hast das Richtige getan, auch wenn dir diese Welt nicht vergeben will. Bald wirst du bei Gott sein und er wird das letzte Urteil über dich sprechen. Edward Romsey, Sie wurden des zweifachen Mordes ersten Grades für schuldig befunden. Dafür werden Sie mit dem Tode bestraft. Haben Sie noch ein paar letzte Worte für uns? Susan, es tut mir leid. Kapitel 2 Palermo.
In einer unserer Einrichtungen braut sich eine Krise zusammen. Jemand hat in der Gefängnisküche Feuer gelegt. Wir müssen es löschen, um die Zahl der Opfer zu begrenzen und weiteren Schaden zu verhindern. Rufen Sie über die Schaltfläche Notdienste in der Werkzeugleiste die Feuerwehr. Bringen Sie denn dieses Feuer unter Kontrolle, bevor das gesamte Gefängnis abbrennt. So, und da mache ich hier noch erstmal einen Schnitt. Und dann schauen wir uns das zweite Kapitel beim nächsten Mal an. Bis dann!